Achtung, Disclaimer. Dieses Video soll niemanden diskriminieren oder beleidigen. Es wird ausdrücklich auf schwarzen Humor hingewiesen. Boah. Ich auch, ich geh. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer meines YouTube-Kanals, zu einer neuen Folge Lustige Witze. Neben mir sitzt der dreifache Unterberg-Champion, der Wetschler. Ihr kennt ihn von der Gond. Das ist mein verficktes erstes Festival und ich will nie wieder hier weg. Da würde ich sagen, nicht lang schnacken, fangen wir an. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Was ist der Unterschied zwischen pervers und romantisch? Romantisch ist, wenn man eine Frau mit einer Feder zum Orgasmus bringt. Und pervers, wenn das Huhn noch dran hängt. Guck mal, ich habe eine Fingerpuppe. Alter, nimm deine Finger aus dem Arschloch meines Hamsters. Wird der nächste Winter männlich oder weiblich? Keine Ahnung. Wie, du kennst den Unterschied nicht? Weiblich? Dann wird er feucht und kurz, männlich, lang und hart. Mein Humor ist so schwarz, er trägt Wasserflaschen auf dem Kopf. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, da steht mit schwarzem Humor. Trotzdem könnt ihr euch ruhig beschweren, alles in die Kommentare. Papa, bekomme ich eine Delfintherapie? Im Kühlschrank steht ein Glas Rollmöpse, die kannst du aufwickeln und streicheln. Dann machst du das. Oh Gott. Mein Schniedel ist wie eine amerikanische Pizza. So groß? Nein, mit Käserand. Alter, den machst du. Ja, heute hat sich Lea aber Mühe gegeben mit schwarzem Humor, ey. Den machst du, ey. Wie merkst du dir die 11.88.0? 11. September, 88. Etage, 0 Chance. Da sitzt du mit dem Andi machen müssen. Ja. Das wäre sein Ding gewesen, ey. Ich hebe mich für jeden Einzelnen davon. Mein Opa hat nie gerne Sachen aus der Hand gegeben. Leider ist er an einer Handgranate gestorben. Meine Freunde sagen, ich wäre pervers. Mir ist vor Lachen fast der Kaktus aus dem Arsch gerutscht. Was steht auf dem Grab eines Fensterputzers? Jetzt ist er weg vom Fenster. Mann beim Arzt. Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Arzt? Aber das ist doch gar nicht schlimm. Doch, ich bin blind. Jürgen, buchstabiere Mama. M-A-M-A. Sabine, buchstabiere Papa. P-A-P-A. Ahmed, buchstabiere Ausländerdiskriminierung. Wieso schaut sich Trump die Olympischen Spiele an? Damit er weiß, wie hoch die Mexikaner springen. Wie viele Kinder braucht man, um eine Wand anzumalen? Kommt drauf an, wie hart man wirft. Wie bekommt man 11 Millionen Follower? Man läuft mit einer Wasserflasche durch Afrika. Ich habe eine Katze, den mache ich nicht. Wenn meine Frau das sieht, die killt mich. Okay. Wie bringt man eine Katze zum Bellen? Benzin drüber, anzünden, wuff. Wie bringt man einen Hund zum Miauen? Einfrieren und mit der Kettensäge durch. Miau. Wie heißt das Lieblingslied der Hirntoten? My heart will go on. Boah, ist der Arsch. Ich stelle mir richtig vor, wie Lea so in ihrem dunklen Büro sitzt mit so einer Kippe im Maul und hasst alle Menschen und geht dann die Witze so ein. Oh Gott, ey. Chuck Norris haut sich zum Frühstück zwei Pfannen in die Eier. Woran sieht man, ob Schokolade männlich oder weiblich ist? An den Nüssen. Was steckt in der Erde und stinkt? Eine Furze. Was ist ein Pfarrer hinterm Busch? Kinderüberraschung. Auf St. Pauli wurde letztens ein Sarg gefunden. Er konnte aber nicht geöffnet werden. Da war ein Zuhälter drin. Na, er hält ihn zu. Verstehst du? Jetzt verstehst du es. Was ist der Unterschied zwischen Milchreis und einem Epileptiker? Der eine isst mit Zucker und Zimt, der andere liegt im Zimmer und zuckt. Was ist 10 Meter lang, hat einen Zahn und riecht nach Urin? Die Polonaise im Altenheim. Warum reisen siamesische Zwillinge so gerne nach England? Damit auch der andere mal fahren darf. Was ist schlimmer, Alzheimer oder Parkinson? Ganz klar, Parkinson. Es ist besser, ein Bier zu vergessen, als eines zu verschütten. Den finde sogar ich zu hart. Der ist mies, ey. Der ist wirklich mies. Den lassen wir mal raus. Den nehmen wir ganz raus. Sagt der eine zum anderen, ich glaube, meine Frau ist tot. Im Bett ist es so wie immer, aber in der Küche sieht es aus wie Sau. Rennen zwei Kannibalen mit einer Urne durch den Urwald. Was singen sie? Die 5-Minuten-Terrine. Boah! Ich hör auf, ich geh. Lieber After Eight als Aids im After. Warum sitzen in den Konzerten die Glatz... Warum sitzen in Konzerten die Glatzköpfe immer in der ersten Reihe? Damit die Einarmigen in der zweiten Reihe auch mal was zu klatschen haben. Was macht eine Eskimo-Frau auf einer Eisscholle? Abtreiben. Unterhalten sich zwei Epileptiker. Ich habe gehört, du hast gestern Abend in der Disco den Breakdance-Wettbewerb gewonnen.
Ja, ich wollte mir aber eigentlich nur eine Cola holen. Was ist Glück? Wenn ein Schiff voller Männer untergeht. Und was ist Pech? Wenn die Männer schwimmen können. Gut, dass wir jetzt eine Frau haben, die das hier schreibt. Deswegen gibt es auch mal Männer-Bashing-Witze. So, wir können nichts dafür. Ein Mann will aus dem Fenster springen. Plötzlich kommt seine Frau aus der Küche und sagt: Au, das trifft sich ja gut. Kannst du den Müll gleich mitnehmen? Der Arzt am Sterbebett. Ihre Frau gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht, aber es wird ja nicht mehr lange dauern, oder? Frau Heuer zu ihrem Mann. Also mit deinen ewigen Selbstmordversuchen geht das so nicht mehr weiter. Sieh dir nur mal die Gasrechnung an. Das Leben ist eine Krankheit, die durch Geschlechtsverkehr übertragen wird und immer tödlich endet. Und was würde passieren, wenn die Erde sich 30 Mal schneller drehen würde? Ich hätte jeden Tag Zahltag und die Frauen wären schon lange verblutet. Sag mal, Peter, warum bewirfst du den Jungen da drüben mit Steinen? Ich darf nicht näher rangehen. Er hat Keuchhusten. Was bekommt man, wenn man einen Pitbull und einen Collie kreuzt? Einen Hund, der dir das Bein abbeißt und dann direkt Hilfe holt. Was machen Kannibalen aus Medizinern? Hot Dogs. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe einen Knoten in der Brust. Wer macht denn sowas? Welches Wort ist falsch und passt nicht zu den anderen? Tripper, Inzest und Monopoly. Antwort: Tripper. Der alles andere sind Familienspiele. Was macht ein Bäcker, wenn er keine Arme und keine Beine hat? Rumkugel. Was ist schwarz und hängt am Baum? Ein Spanner nach einem Waldbrand. Zwei Ärzte treffen sich um Mitternacht auf dem Friedhof. Meint der eine: So, Herr Kollege, machen Sie auch Inventur? Martin, war das nicht lustig? Ja. Also ich finde, es war eine ganz starke Folge. Ich finde, nicht nur wir, sondern auch vor allen Dingen die Lea hat dafür einen Daumen hoch verdient, oder? Zwei. Abonnieren und dieses Video in der WhatsApp-Story teilen. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Komm, abonnier! Komm, abonnier! Komm, abonnier! Komm, abonnier!